Fotos auf dem Handy. Das verursacht immer wieder Sorgen. Wie löse ich das? Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier ein App, Fotos, das ist von Google. Wenn Sie das noch nicht haben, lohnt es sich, das zu installieren. Ich gehe hier zum Google Play Store und suche hier nach Google Fotos. Ja, bei mir ist es hier bereits installiert, deshalb könnte ich es sofort öffnen. Ich gehe also wieder zurück und starte einmal diese App. Hier Fotos. Was sehe ich hier? Ich sehe hier ein paar Vorschläge von vor 2 Jahren, vor 8 Jahren. Das ist eine Spielerei. Ich sehe von heute 2 Fotos, vom Freitag und so weiter. Also ich sehe alle meine Bilder. Aber wo sind diese Bilder? Sind die auf meinem Handy oder sind die bei Google? Irgendwie ein bisschen beides. Ich habe hier also Fotos, ich habe hier Alben und ich habe für mich und teilen und so weiter. Aber ich gehe zurück zu den Fotos und schaue mal hier bei den Einstellungen, was es denn hier überhaupt gibt. Erstens, beim Geräteordner sehe ich, welche Bilder sind noch auf meinem Gerät und brauchen deshalb auch Speicherplatz. Ich gehe auf den Geräteordner und sehe hier von meiner Kamera WhatsApp-Image, also WhatsApp-Bilder, das sind vielleicht sogar 1000, da könnte ich einmal hingehen und löschen, WhatsApp-Video und so weiter. Also hier hat es schon viel auf meinem Gerät. Ich gehe hier wieder zurück, was hat es noch? Archiv, was ist denn ein Archiv? Ich gehe aufs Archiv. Das Foto-App schlägt mir vor, Bilder, wo Text drin steckt, ins Archiv zu verschieben. Das kann ich ab und zu machen. Es kommen immer wieder Vorschläge, dann kann ich einfach sagen, ja, mach doch. Auch hier habe ich jederzeit Zugriff auf dieses Archiv und kann diese Bilder löschen oder im Archiv belassen. Ich gehe wieder zurück. Was hat es hier noch? Es hat hier einen Papierkorb. Das heißt, wenn ich Bilder gelöscht habe, sind die gar noch nicht wirklich gelöscht, sondern immer noch irgendwo bei Google. Ich gehe mal auf den Papierkorb und ich sehe da, ja, da habe ich vieles schon gelöscht. Also und wenn ich jetzt ein Bild wieder anklicke und jetzt nochmals auf Löschen gehe, dann wäre das Bild definitiv gelöscht. Ich gehe zurück. Ich gehe wieder auf diese 3 Striche, Speicherplatz freigeben. Das tönt doch sympathisch. Ich gehe mal hier drauf und hier schlägt mir Google vor, ich könnte 142 MB freigeben, denn diese Bilder sind auf meinem Handy und bei Google. Also kann ich sie doch auf meinem Handy löschen. Ich habe sie ja noch bei Google und ich sehe sie auch immer noch hier in dieser Foto-App. Ich breche das ab, ich mache das später. Auch hier zu diesen Einstellungen komme ich später. Ich gehe wieder zurück, gehe wieder zu diesen 3 Strichen. Was gibt es hier noch? Ich kann die Fotogalerie verwalten. Also, was kann ich hier? Da stolpere ich gerade über diesen Vorschlag, dass Google 14 Bilder, die ich gemacht habe, ins Archiv verschieben will. Ich könnte diese Vorschläge nochmals prüfen oder sagen, ja, hopp. Und die Fotos sind nachher im Archiv und stören mich nicht mehr bei der Ansicht. Ich gehe zurück. Und hier wieder auf die 3 Striche. Ich gehe zu den Einstellungen. Die hatten wir vorhin schon. Hier kann ich sagen, was soll denn überhaupt synchronisiert werden. Ich gehe mal hier drauf und ich sehe, das wird dann mit meinem Google-Konto synchronisiert. Okay, ich klicke hier drauf. Ich habe noch 80% freien Speicherplatz. Ich könnte noch Platz kaufen, das will ich aber gar nicht. Ich habe immer noch genügend. Und wenn ich hier auf Backup und Synchronisieren gehe, dann wird es zwar ausgeschaltet, das will ich eigentlich nicht. Ich gehe mal hier nach unten, was hat es hier noch? Ah, hier hat es noch den Geräteordner sichern. Ja, das will ich. Ich klicke mal hier drauf. Was soll denn gesichert werden? Bilder von Adobe, ich habe ein Adobe-Programm. Alle Fotos, die ich von meinem Bildschirm gemacht habe, also Natel-Bildschirm. Alle WhatsApp-animierten Bilder, alle WhatsApp-Bilder, all das kann ich hier wählen, was es denn synchronisieren soll. Ich gehe wieder zurück.
Also das ist eine wichtige Einstellung. Dann, wie groß sollen denn die gesicherten Dateien sein? Ich klicke hier auf Upload-Größe. Ich habe so eingestellt, dass bei mir die Originalgröße gesichert wird. Das heißt, ein Bild ist etwa 5 MB groß. Dann ist aber der Speicherplatz bei Google ein bisschen eingeschränkt. Dann habe ich 13 GB Speicher. Und wenn ich sage, Google soll mir die Bilder ein bisschen optimieren, dann ist ein Bild etwa 1 MB groß. Dann ist der Speicherplatz erstens kostenlos und zweitens unbegrenzt. Das ist ja unglaublich. Also super. Ich gehe da wieder zurück. Was habe ich hier noch? Da werde ich gefragt, wie sollen denn die Bilder gesichert werden über das mobile Netz? Das habe ich nicht gern, das würde zu viel kosten. Also ich lasse nur dann sichern, wenn ich im WLAN-Netz bin. Das ist gerade so richtig. Und Roaming, das heißt, wenn ich im Ausland bin, soll dann eine teure Verbindung aufgebaut werden im Ausland. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Ich gehe wieder zurück und überfliege hier die anderen Einstellungen. Vielleicht ist da noch irgendetwas, das wichtig ist, aber im Moment, glaube ich, ist das perfekt. Ich gehe wieder ganz zurück zu meiner Galerie. Wie kann ich denn ein Bild löschen? Ich drücke ein bisschen länger auf ein Bild. Es erscheint hier ein Haken. Das heißt, ich kann auch dieses Bild noch anhaken. Und das hier brauche ich auch nicht mehr und diesen Film eigentlich auch nicht mehr. Ich sehe, das ist ein Film an diesem kleinen Dreieck. Ich klicke auch den noch an und sage und tschüss. Und dann verschwindet es im Eimer. Das mache ich nun. Und ja, ich werde nochmals gefragt, will ich wirklich diese 4 Bilder in den Papierkorb werfen? Jawohl. Und weg sind diese Bilder. Ich könnte aber auch ein Bild wählen. Dann erscheint ein Haken und sagen, das will ich mit jemandem teilen. Ich gehe hier auf dieses Teilwerkzeug. Hier kann ich auswählen, dass ich zum Beispiel dieses Foto über WhatsApp mit jemandem teilen will. Ich klicke hier auf WhatsApp. Ich werde gefragt, ja mit wem? Ich sage hier mit Damian Lehner und ich kann hier noch einen Text hinschreiben, liebe Grüße und so weiter und senden und weg ist es. Ich gehe wieder zurück zu meinem Foto-App, also eine geniale App. Es räumt bei mir auf, es belastet nicht meinen Speicher und es ist wirklich einfach zu bedienen. Hier bei den Alben kann ich auch ein neues Album machen. Hier beim Plus kann ich sagen, ich erstelle ein neues Album. Ferien, ich weiß auch nicht wo, in den Alpen und so weiter. Also hier kann ich meine Bilder sortieren. Und was ich hier auf dem Nattel sehe, ist ja zu Hause auf dem PC, wenn ich ins Internet gehe, genau dasselbe. Ich muss einfach mit demselben Namen eingeloggt sein, das bin ich hier. Ich gehe hier auf diese neuen Tupfer und sage auch hier Fotos und siehe da, meine ganze Sammlung ist auch hier. Genau dasselbe, dieselben Alben. Und ich kann also auch hier die Bilder administrieren, klick darauf, anschauen oder löschen oder Alben erstellen. Und alles, was ich hier sehe, ist immer auch auf meinem Nattel. Das heißt, ich kann ja auch hier ein Bild dazufügen. Ich könnte hier hochladen und was ich zu Hause hier in diese Foto-App lade, ist nachher auch auf meinem Nattel. Das war's.